Hallo, mein Name ist Daniela Franke. Ich bin hier die Objektleitung von der Tagesschicht und wir machen jetzt unseren Rundgang. Guten Morgen, Samira. Gut? Ja, danke schön. Die Krone jetzt noch mal ein bisschen gerade rücken. Hier müssen wir gleich noch die Schwärze weg, ein bisschen abtrocknen. Und jetzt gehen wir mal. Das ist leider. Notiere ich mir erstmal alles, was ich so sehe. So, dann gehen wir über den Boulevard in die Halle 6. Hier bitte einmal unten an der Halle 6 an der Wand, da wo von der Interzum dieser grau-rote Teppich ist. Ja, da muss bitte einmal nachgemobbt werden, weil da standen ja die Paletten. Wir gehen jetzt hier durch den Mittelgang, um einfach auch von den Seiten eine gute Kontrolle machen zu können, ohne dass wir viele Wege marschieren müssen. Hier kontrollieren wir immer, dass der Jupiter auch schön immer nah am Feuerlöscher steht. So, das sieht soweit ganz gut aus. Jetzt gehen wir einfach weiter. Hier musste jetzt nach der Nacht noch die Folie gezogen werden. Das machen meine Kolleginnen da vorne jetzt. Wenn ihr gleich fertig seid, hier vorne sind noch so zwei, drei kleinere Pfützen mit der Schwärze. Ja, und da hebe ich natürlich auch immer noch was auf, was ich so finde. Salvatore, avete visto? Avete un mo'? Asciugalo così. Però piano piano, pure fino alla, guarda, fino alla. Wir gehen jetzt in den Übergang zur Halle 7. Das ist der Übergang, der muss auf jeden Fall noch ein bisschen nachgewischt werden. Das sind überall von 10 der Halle, Könntest du mit der Fatma einmal den Übergang zwischen der 6 und 7 noch mal ein wenig nachwischen? Das sind 30 Minuten. Morgen. Von dem Übergang 6 in die 1. Wenn wir da noch ein bisschen Trockenwischen drin, weil das Pool da so krank ist. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Ich sage den Kollegen direkt Bescheid, die sind vor Ort. Alles klar. Wunderbar. Bis dann. Tschüss. Hier vorne sehe ich gerade noch Holz, was unbedingt noch weg muss. Und dahinter ist sogar noch eine Kiste mit Styropor, Holz. Da müssen wir auf jeden Fall noch rein. Ich bin jetzt einmal hier vorne noch nach der wilden Müllhalde gucken. Hier liegt noch ein bisschen Teppich, Holz. Eine Gitterbox muss noch abgeholt werden von uns aus der Messe. Von daher ist noch ein bisschen zu tun. Können wir zum Glück zuordnen und wir werden dann jetzt mit dem Staplerfahrer diese Kiste entfernen lassen, damit hier das Gesamtbild einfach auch aufgeräumt ist und wir dann die gleich loslegen können. Die Messe hatte uns schon gesagt, dass wir keine Probleme haben werden, wenn irgendwo Materialien gestanden haben, dass wir drumherum schwärzen. Das ist dann so ein Bereich, wenn hier noch zu viel Material gelegen oder gestanden hat, dass wir nicht die Möglichkeit haben, anständig unsere Arbeit durchzuführen. Einmal gucken, ob das alles sauber ist. Wunderbar. Und hier gucken wir noch einmal am Malerbecken. Gut. Die Palette, die muss von Schenker abgeholt werden. Man muss mal den Junk, ob wir den hier rausziehen oder ob wir dann Schenker für anbieten. So, die Kontrolle nach der langen Nacht ist jetzt beendet, meine Runde. Und es ist soweit alles in Ordnung. Wir warten jetzt einfach mal ab, was der Tag noch so bringt.